Jo Leute, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal heute. Heute mit dem dritten Krieg gegen DSVG, meiner alten Allianz, wie ihr sicherlich wisst, beziehungsweise Ex-Allianz vor zwei Seasons. Der AK diesmal ist ein bisschen weniger chaotisch als die letzten zwei Male, würde ich behaupten. Wobei es wieder einen richtig mächtigen Bug gibt, den ihr dann sehen werdet. Und an sich, ich will noch nichts verraten, aber ja, doch zwei interessante Dinge werden hier auf jeden Fall passieren, die man sonst nicht so sieht normalerweise. Auf jeden Fall, wir fangen direkt an mit dem ersten Kampf gegen Invisible Woman bzw. die Unsichtbare. Ja, verstehe ich jetzt nicht, warum man die platziert. Generell ist sie natürlich wegen dem Global-Buff als Globalverteidiger, ja, kann man machen, aber dann sollte man sie zumindest irgendwo hinstellen, wo kein Felgen funktioniert. Auch wenn hier auf dem Knoten die Verteidiger immun gegen Fähigkeitsverringerung sind, wie ihr sicherlich seht, der Schaden ist halt trotzdem enorm krass mit Falken oder Felgen, besser gesagt. Ja, und deswegen, dank dem Right Magneto Pre-Fight ist natürlich noch besser. Ja, viel gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Hier musste ich leider die SK2 machen ohne Schutz. Ah ne, ich habe sogar auf die SK3. Ja, das war ein bisschen nervig hier bei dem Kampf natürlich. Aber es ist voll in Ordnung. Also ihr seht sicherlich hier noch 100%. Brauchen wir nicht drüber reden. Easy Fight auf jeden Fall. Ging jetzt nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte, aber ja, ging trotzdem. Ziel ging mein Dex irgendwie nicht. Keine Ahnung. Bisschen Blockschaden kassiert, aber nicht weiterhin schlimm. Nächster Kampf dann gegen Nova auf ja, Heavy Unstoppable auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, den Knoten. Ich glaube Knoten 7. Ich bin mir nicht sicher. Nee, Knoten 11 ist das, glaube ich, sogar. Ist auch egal. Jedenfalls ist die KI hier auch ein bisschen merkwürdig, aber ja, nicht weiterhin schlimm. Ihr seht hier, im Endeffekt wichtig bei dem Kampf ist, dass man Reparry gut kann. Ja, für diesen Kampf gibt es auch sehr viele Alternativen. Doom ist da die beste Alternative meiner Meinung nach. Tigra ist nicht so gut wegen Unstoppable Heavy. Aber auch machbar. Ansonsten Claire oder sowas, ne? Geht alles immer gut. Ja, hier wollte ich einen Reparry hinbekommen. Warum auch immer hat er hier automatisch abgewehrt. Das habe ich nicht verstanden. Also das habe ich echt nicht verstanden und das verstehe ich immer noch nicht. Ich habe den pariert und dann ganz normal gehittet und auf einmal wehrt er ab. Ganz komisch. Ich habe ihn ja nicht intercepted. Ja, auch mal zwischendurch kurz getroffen worden, aber nicht so weit schlimm. Zum Invisible Woman Fight kann ich nur noch Folgendes sagen, also theoretisch Moleman oder Nick Fury oder so kann man auch hernehmen, aber ist nicht so nice. Hitmonkey, Stealthy finde ich persönlich sehr geil, wenn auch so Optionen, aber Falcon brauchte ich halt wegen dem anderen Kampf, der noch im zweiten Sektor ist. Genau. So, jetzt haben wir hier den Mojo auf Knoten 19. Da habe ich Pre-Fight ebenfalls bekommen. Sehr wichtig. Habe aber auch mal ohne Pre-Fight diesen Kampf gemacht. Aber ich sage es euch, ohne Pre-Fight gegen den Mojo auf dem Knoten ist nicht so nice. Ja. Zu dem Fight braucht man eigentlich auch nicht viel sagen. Ich habe auch nicht perfekt gespielt. Aber im Endeffekt, was ihr beachten müsst, ist, dass ihr die Charges von Mojo nicht zu sehr hoch treibt. Aber mit Doom ist es eigentlich egal, weil man sowieso nach einer SK3 den Kampf beendet. Hier war der Mojo ziemlich lustig, die ganze Zeit seine SKs zu werfen. War ein bisschen nervig. Ich wollte nämlich eigentlich, dass er drei Balken hat, wenn ich auf meine drei Balken komme. Hier habe ich extra seinen Block gehauen, damit er Kraft kriegt. Und jetzt leider reicht es nicht aus, aber meine Geduld war auch am Ende. Daher die SK3 einfach gemacht. Ja. Ich denke,
dass die SK2 nicht töten wird. Wichtig bei Mojo nach dem Doom Cycle, eine Sache, die ihr beachten müsst. Ah, ich hatte Glück, dass hier der Prompt, also diese Aufgabe wieder kam, dadurch lief es perfekt. Aber ihr seht selber 4%. Auf jeden Fall, was ihr beachten müsst gegen Mojo nach der SK3 mit Doom ist, nur zweimal, also zweimal Medium zu machen und nicht so wie ihr es sonst bei mir immer seht mit MLM, also Medium bleibt Medium. Das ist ganz wichtig. Ich weiß das auch schon lange, aber ich habe einmal tatsächlich, weil ich so lange mit Doom nicht mehr im AK war, eine Zeit lang und auch Mojo sehr lange nicht mehr bekämpft hatte mit Doom, hatte ich das mal vergessen und bin dadurch einmal gestorben auf Knoten 47, weiß ich noch ganz genau, das war vor 3-4 Seasons, glaube ich. Ja, naja, hier im nächsten Kampf, der, ja, am wenigsten spektakuläre Kampf meiner Meinung nach, gegen Kitty, Rang 4, auf, also auf Mixmeister, ja, es ist sinnlos, ich habe hier nicht mal groß gerammt, ich habe hier nicht mal, dachte mir, ja, ich brauche nicht jetzt perfekt zu spielen, ihr seht es selber, die SK2 tötet sie fast. Hätte ich ein paar Charges mehr gehabt, wäre sie auch gestorben dran, aber naja, da schaut keiner mehr hinterher. Naja, auf jeden Fall, ich möchte noch anmerken hier, Guardian und so Guillotine, was man früher benutzt hat, würde nicht mal gut funktionieren wegen dem Global-Buff, aber Quake würde wahrscheinlich immer noch funktionieren. Und gegen den Mojo kann man auch theoretisch Champs wie She-Hulk benutzen oder Cap IW. She-Hulk kann auch ohne Pre-Fight, aber naja. Diese Optionen, die ich hier benutze im Video, fand ich die besten auf jeden Fall. Deswegen haben wir es auch so eingeteilt. So, nächster Kampf gegen Apok. Ein Rang 4 Apok auf EMP. Und dieser Kampf wird sehr interessant. So, jetzt passt mal auf, was die KI macht. Und jetzt dachte ich, ich kann ihn intercepten, weil es ist wichtig auf dem Knoten Doom gegen Apok, dass du einen Intercept landest. Also nicht unbedingt wichtig, aber sehr zum Vorteil. Werdet ihr gleich sehen. Weil wegen Bubble Shield, ne, seht ihr diesen Knoten? Ihr seht es gleich. Warum eigentlich dieser Intercept wichtig war und ich nicht stattdessen einen Block-Hit kassieren darf. Aber ja, ich hätte einen Zerstörbarkeitsboost aktivieren sollen. Aber ihr habt es gesehen, die KI total merkwürdig und das wird jetzt auch noch mal passieren in dem Kampf. Also ich habe hier wirklich, kam mir wirklich ins Schwitzen. Ich habe wirklich gedacht, fuck, sterbe ich jetzt. Das war wirklich, boah, hier wieder. Es ist unglaublich. Ich wäre hier jetzt bei der zweiten SK3, aber nö. Die KI muss mir alles versauen. Unglaublich, wirklich, kein Kommentar dazu. Naja, hier hatte ich Glück, so genau 10 Charges mit Bubble Shield, genau, also das war wirklich sehr knapp, der Kampf. Habe ihn da echt gut gemeistert, sage ich mal, das war sehr spontan, beziehungsweise sehr gut improvisiert zu der Situation. Gut, ich habe den Kampf auch schon sehr oft gemacht mit Doom, bin da sehr selbstsicher. Ja, und hier SK2 zum Glück reicht aus. Ja, also ich hatte wirklich einen Herzstillstand kurz nach der SK1. Ich dachte, als ich gesehen habe, fuck, 11 Leben verloren. Zum Glück nicht mit Gift, sondern mit Erschöpfen, sonst wäre es noch schlimmer gewesen. Naja, nächster Kampf gegen Spider-Man, Stealth, nicht Stealth, Mensch, Miles Morales. So, hier habe ich, glaube ich, den besten Kampf gehabt, was KI anging. Also ihr habt vorher gesehen, die Kämpfe waren alle nicht so gut, was die KI anging. Apokalypse war sehr anstrengend und sehr schlimm. Hier gegen Miles, sehr, sehr easy. Ihr seht es, die KI macht schön mit. 24 Sekunden Kampf, fertig. Braucht man nicht dafür zu sagen. So, jetzt passt mal auf, seht ihr hier diesen Screen, 8 von 15 Items. Ich habe aber nur 2 Items benutzt. Es gibt einen neuen Bug, ich möchte auch vor dem Bug warnen. Achtet bitte drauf. Und zwar, wenn ihr Battlegrounds spielt und dann Items benutzt, also Energy Refills, dann zählt das für den AK oder auch für AM anscheinend. Also macht das nicht, während ihr in einem AK seid. Zumindest glaube ich, ist es nur, wenn ihr im AK drin wart, dann
vom AK aus in Battlegrounds gegangen seid. Oder es ist allgemein, wenn AK währenddessen läuft. Das habe ich nicht herausfinden können, aber sehr, sehr gefährlich. Also achtet da bitte, gerade wenn AK läuft, am besten kein Battleground spielen. Oder erst, wenn ihr fertig seid. Ja. Hier im nächsten Kampf gegen Annihilus mit Doom. Ich habe einen Region Boost angemacht, weil ich dachte, ja, der Fight easy, der danach auch easy. Und ja, der ist mir abgelaufen, der Region Boost. Und meinen Unzerstörbarkeitsboost hatte ich letzten Krieg mit 3 Stück in einem Krieg. Muss ich da ein bisschen auf die Bremse treten, sag ich mal, sonst habe ich bald keine davon mehr. Ja, das war aber leider ein fehlerhaftes Denken, aber dazu kommen wir gleich. Also an sich kein fehlerhaftes Denken, aber ich hatte auch ein bisschen Pech, aber dazu kommen wir gleich. Ich wollte halt für den Mangok-Kampf, weil ich wusste, der war nur ein Rang 3, wollte ich halt Full Yellow Bar haben, und weil man da viel Blockhits nimmt, dachte ich mir, so ein Region Boost wird schon passen. Und diesmal wollte ich anders vorgehen als beim letzten Mal. Ihr habt es ja beim letzten Video gesehen. Bei der dritten SK3 wurde der Global-Buff getriggert. Und da haben wir übrigens überlegt, es wird wahrscheinlich daran liegen, dass bei Doom funktioniert es ja so, er kriegt ja nach der SK3 einen Hut-Buff. Und nach der zweiten und dritten SK3 kriegt er, also bei der zweiten den zweiten, und bei der dritten kriegt er keinen mehr dazu und bleibt immer bei 2. So. Und wahrscheinlich ist es so, dass wenn man quasi die dritte SK3 dann macht, dann wird der letztere entfernt und ausgetauscht mit dem neuen. Was überhaupt keinen Sinn ergibt, aber es ist das einzig sinnvolle, nachvollziehbare, was man dazu sagen, sich dazu denken kann. Oder die einzige plausible Erklärung, sag ich mal, dafür. Ja, unfassbar, wirklich. Und deswegen habe ich hier in diesem Kampf anders spielen müssen. Und ihr werdet es jetzt gleich sehen. Ich werde nämlich diesmal nur 2 SK3s machen und dann die SK2 hinterher. Und ja, ich hätte hier auf jeden Fall einen Unzerstörbarkeitsboost anhaben sollen oder aktivieren sollen. Weil hier wird gleich was sehr, sehr, sehr Mieses passieren. Ja, ich bin mittlerweile schneller beim Kommentieren als als das Gameplay. Aber ich erzähle hier noch gleich zwischendurch 2 Sachen. Also Spider-Man 2099 und Mr. Fantastic sind hier am besten für den Kampf. Magic würde ich nicht empfehlen. Da sterben auch ständig die Leute mit. Doom eigentlich auch ganz gut, bis auf der Bug zurzeit. Ihr habt es gerade gesehen, Verbindungsabbruch. Hat mich auch in dem Moment sehr verunsichert. Und das sieht man vielleicht nicht unbedingt, aber es war ein bisschen laggy die ganze Zeit. Ja, jetzt die SK2, so. Das sieht doch gerade sehr gut aus, oder nicht? Und jetzt passt auf. Alles tut noch soweit. Und jetzt läuft mein Buff aus. Ich mache aus Reflex einen Hit. Und er macht direkt die SK2. Und tot. 90%, 0% tot. Und ich gebe diesem Death auf jeden Fall mir selber Schuld. Ihr habt es sicherlich gesehen, die Boosts waren jetzt nicht so groß. Und ich hätte zumindest einen Unzerstörbarkeitsboost aktivieren sollen, wenn ich schon nicht so groß booste. Ich habe halt wegen 2 Kämpfen, weil ich den Kampf letztes Mal auch mit Low Boost sogar geschafft habe. Ich hatte sogar einen Mystic Boost an. Ich dachte, das wird reichen. Die SK2 hat es nicht. Naja, und ihr seht hier, es stand 3-3 zu dem Zeitpunkt. Also durch mich 3-3. Boah. Aber wir haben dann noch gewonnen, den AK zum Glück. Also da hatte ich echt Glück. Wieder mal, dass man durch mich nicht verliert. Weil normalerweise, wenn ich sterbe, sind es immer unbedeutende Deaths. Ja. DSVG dann zum Glück gewonnen. Die sind noch ein paar Mal gestorben. Wir auch noch 2 Mal. Und ja. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Falls ja, lasst unbedingt ein Like da und abonniert mich, um in Zukunft auch weiter nichts zu verpassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Para.